Okay, so die Teilnehmerliste füllt sich immer noch ein bisschen. Da wir aber wirklich ein vollgepacktes Programm haben für die Stunde, würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt sehr pünktlich 1 Minute nach 11 Uhr starten mit unserem Webinar. Ich begrüße alle, die jetzt schon dabei sind, freue mich auch auf alle, die noch in den nächsten Minuten dazukommen. Hier einmal noch der Hinweis, wir zeichnen das Webinar auf. Das heißt, es wird auch im Nachgang dann die Aufzeichnung zum Download geben, dass man sich das Ganze in Ruhe nochmal angucken kann. Ansonsten können immer gerne Fragen gestellt werden über die Chatfunktion von GoToWebinar oder eben dann auch im Nachgang blenden wir nochmal die Kontaktinformationen von allen Teilnehmern bzw. von allen Referenten hier ein, wenn man dann vielleicht persönlich mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommen möchte. Ja, willkommen zum Webinar Hidden Insights für einen KPI-gesteuerten E-Commerce. In dem Titel steckt schon relativ viel drin. Mit mir zusammen sind Daniel Koch und Tom Heinrich von Kasiki. Wir stellen uns auch gerne mal ganz kurz 1, 2 Minuten vor. Vielleicht einmal kurz zum Hintergrund des Webinars. Steckt auch im Titel schon drin, Hidden Insights. Wir wollten heute mal zeigen, weil eigentlich weiß jeder, dass datengesteuertes Arbeiten, KPI-gesteuertes Arbeiten gerade im E-Commerce unabdingbar ist. Und die meisten Leute, und das ist ja im Leben häufig so, der Bereich, von dem wir wissen, der ist so klein. Der Bereich, von dem wir wissen, dass wir ihn noch nicht wissen, der ist schon ein bisschen größer, aber vor allem der Bereich, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir ihn nicht wissen, der ist riesig. Und genau darum soll es heute gehen. Was kann man tun, um diesen total unbekannten Bereich besser auszuloten und da auch das volle Potenzial aus den Daten zu ziehen? Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass Daniel und Tom heute dabei sind, weil die in verschiedensten Bereichen des datengetriebenen Arbeitens und vor allem im E-Commerce absolute Experten sind. Und ja, vielleicht starten wir auch direkt damit mal. Daniel, Tom, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, vielleicht einfach in der Reihenfolge, wie wir hier auf der Slide zu sehen sind. Daniel, machst du den Anfang? Klar, gerne. Guten Morgen zusammen. Ja, Daniel Koch von Kasimi. Ja, mein Schwerpunkt ist alles rund um das Thema Commerce-Plattform, Supply Chain und ja, sozusagen ein Experte auch rund um den Bereich E-Commerce. Sehr schön. Ciao. Wunderbar, dann würde ich kurz reinspringen. Thomas Heinrich, der Name genannt, Tom mit TH, wie es da auch auf der Slide steht. Ja, ich bin Manager bei der Cassini, verantworte da das Thema Daten, habe auch vor 2 Jahren begonnen, da den Bereich Data Science mit aufzubauen und freue mich sehr, heute hier ein paar Insights darüber zu geben, wie man eben Daten wertstiften im E-Commerce-Umfeld und darüber hinaus dann nutzen kann und ja, würde dann gerne an dich weitergeben lassen. Ja, sehr gerne. Ja, du bist hauptsächlich der Experte für die Themen, wo Daniel und ich, wo die Gehirne kapitulieren und aussteigen, für die wirklich Advanced-Themen und was man dann in den ganz fortgeschrittenen Stadien alles aus den Daten rausziehen kann, ne? Gerade das, wo es darum geht, die Hidden Insights zu finden, von denen man noch nicht mal weiß, dass man nach ihnen sucht eigentlich. So. Genau, aber jetzt steige ich schon ins Thema ein. Ganz kurz 2 Worte zu mir auch noch. Lasse Klüver ist mein Name. Ich bin von der Minubo GmbH hier. Bin sozusagen Experte für unsere Lösung und fürs KPI-gesteuerte Arbeiten und habe die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich im Sales- und Partnermanagement bei uns verbracht und bin jetzt eben als freiberuflicher Solution Expert noch für Minubo tätig. Genau, wir haben die Bereiche ein bisschen aufgeteilt, jeder nach seiner Expertise sozusagen federführend. Daniel, darf ich an dich übergeben für den ersten Bereich? Und du sagst mir dann Genau, einfach immer, gerne. wenn ich die Slides weiter blättern darf. Genau. Genau, also im Folgenden zeigen wir so ein bisschen, was so die Hürden, aber auch die Chancen sind im E-Commerce und auch so ein bisschen den Weg dahin, deswegen ein bisschen diese geschlängelte Straße, was das auch ein bisschen skizzieren soll, worüber wir heute ein bisschen auch reden. Und da können wir gerne mal auf den nächsten Slide rüber gehen. Vor allem, wenn wir über das Wir sprechen, wer sind wir? Ganz kurz mal zu Cassini Consulting. Wir Cassini Consulting sind eine IT- und Managementberatung, ja, und unterstützen den Kunden auf dem Weg der Digitalisierung. So ein paar Keyfacts über uns. Cassini gibt es seit 2006, haben mittlerweile rund 290 Mitarbeiter, Umsatz von 42 Millionen gemacht letztes Jahr, haben einmal verteilt über Deutschland ein paar Standorte. Ich selber komme aus Köln, Standort Köln. Der Tom aus München, sozusagen der Lasse mit Hamburg, sozusagen haben wir einmal quer durchs Land hier alles abgedeckt.
Genau. Wir haben noch ein paar Schwesterunternehmen, die Aleri, die machen auch IT-Lösungen, Implementierungsdienstleistungen, Scoop IT machen Recruiting und noch einen Inkubator haben wir. Und zu unseren Kunden zählen, ja, jeder dritte DAX-Konzern, ein großer Teil von Bundesbehörden und auch ambitionierte Mittelständler. Dann können wir einmal weitergehen. Ganz kurz, was wir sozusagen an Beratungsleistungen machen, da will ich nicht im Detail eingehen, aber tatsächlich machen wir das komplette Portfolio rund um digitale und IT-Themen und Management-Themen. Wir, Tom und ich, sind vor allem in Bereichen digitale Transformation, Digital Marketing und Sales und digitale Produkte und Services sozusagen unterwegs. Das ist der Bereich, der von Cassini sozusagen heute mit dabei ist. An der Stelle würde ich nochmal an dich rübergeben lassen. Genau, vielleicht noch einmal zwei, drei Worte zu Minuvo. Minuvo ist im Grunde genommen, und den Begriff werden wir im Laufe des Webinars nochmal ein bisschen stärker beleuchten, Single Source of Truth as a Service, kann man so sagen. Sprich, wir sorgen dafür, dass die relevanten und wichtigen Daten von unseren Kunden in einem zentralen Data Warehouse oder Datenbank oder wie auch immer man es nennen möchte, je nachdem, mit wem man spricht. Auf jeden Fall ist es eine Datenbank, die alle auf die gleiche Datenbank zugreifen können, weil wir eben komplett überzeugt sind, dass gerade der Handel erfolgreich nur sein kann, wenn er datengetrieben ist. Und das machen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile über 150 BI-Projekte im Handel umgesetzt, sowohl reine E-Commercer, aber auch Omnichannel oder rein stationäre Händler, aber eben immer auf den Handel fokussiert, was unsere große Stärke ist, weil wir dadurch eben die Branche extrem gut kennen, die Herausforderungen gut kennen und eben dann nicht nur eine technische Softwarelösung sein können, sondern eben beratend zur Seite stehen können, um wirklich eine KPI-gesteuerte, datengetriebene Arbeitskultur zu etablieren im Unternehmen. Genau, Daniel, dann magst du wieder übernehmen. Genau, das so ein bisschen über die Agenda, über die wir heute drüber gehen werden. Im Kern des Ganzen wollen wir halt über den E-Commerce sprechen, der ja sehr disruptiv durch Megatrends getrieben ist und das führt natürlich dazu, dass er extrem schnelllebig ist und man oft vor Herausforderungen steht und natürlich diese meistern muss, einfach die Wettbewerbsfähigkeit irgendwie sicherzustellen. Und wir haben mal so ein bisschen hier so skizziert und daran orientieren wir uns auch heute im Vortrag so ein bisschen nach der Art Reifegrad für die Data Analytics. Fängt auf der einen Seite an beim Thema 1 erstmal wirklich Organisation. Das heißt, ist das Mindset da? Ist die Organisation dafür vorbereitet und um dieses Plan-to-Check-Act-Vorgehen auch durchzuführen und auch zu leben. Der zweite Punkt sind dann die Treiber und Hebel und KPIs, die natürlich die Basis für die Unternehmenskennzahlenziele sind, die man natürlich erstmal ausarbeiten muss. Im Anschluss kann man sich dann um diese ganze Datenstrategie kümmern, weil man braucht natürlich die Treiber oder auch KPIs, um zu identifizieren, wo kriege ich meine Daten her, welches System muss ich da anbinden, wie bekomme ich alles in diesen Single Source of Truth Topf rein. Es geht dann so ein bisschen um das Thema Data Engineering, aber auch natürlich um das ganze Tools und es ist auch stark mit IT-Architektur verbunden, weil man muss natürlich diese Datensilos, auf die wir gleich nochmal sprechen, auch irgendwie zusammenführen und da muss man natürlich strukturiert vorgehen. Ja, und der Schritt 4 ist dann das ganze Thema Data Analytics, um einfach das auszuführen, was man vorbereitet hat. Mit Data Analytics, aber auch Data Science, was noch einen Schritt weiter geht, da wird der Tom gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und natürlich auch in die Richtung, dass man auch zu Predictions hinkommt. Auch da haben wir noch ein paar Beispiele mitgebracht. Sehr schön, ja. Das ist dann so die Königsdisziplin. Wenn man da irgendwann angekommen ist, dann kann man wahrscheinlich wirklich sagen, man holt alles aus den Daten raus. Ja. Genau, kommen wir zum ersten Punkt, Organisation, weil das ja ganz wichtig ist. Du kommst ja selbst auch aus einem Handelsunternehmen die letzten Jahre, wo wir auch viel miteinander gearbeitet haben. Und da war ja auch, glaube ich, ein ganz großer Aspekt und ein wichtiger Teil, die Organisation so aufzustellen, dass wirklich KPI-gesteuertes Arbeiten gewollt und machbar ist. Ne? Auf jeden Fall, ja, das ist tatsächlich, wie auch gerade im Thema des Reifegrads aufgezeigt, der wichtigste Punkt. Also, was bedeutet das Ganze? Also oft ist es tatsächlich so, dass man hat oft zu viele Daten, ne? Und man macht damit nichts und es ist wichtig, zu wissen, was mache ich damit, wie reagiere ich damit und auch eine für jeden Bereich überschaubare Anzahl an Daten noch zu haben. Ne? Und dieses Mindset muss man halt prägen.
Genau, und das muss man prägen. Und das ist auch, wenn wir nun in Projekte dann reingehen, schauen wir, okay, sind die Voraussetzungen erstmal gegeben, weil das beste Tooling oder die beste Strategie hilft nichts, wenn es am Ende des Tages nicht umgesetzt werden kann. Genau. Mhm. Können wir gerne mal weitermachen? Mhm. Das ist einmal dieses Mindset, von dem ich eben geschrieben habe, wo man natürlich hinkommen sollte. Und ich habe es mal geschrieben, das ist ein bisschen das offene Geheimnis natürlich auch erfolgreicher Geschäftsmodelle und gerade auch Commerce-Plattformen. Kennen natürlich wahrscheinlich viele, ne? Also Plan, Do, Check, Act, ganz klassisch. Im Anfang steht natürlich Strategie, Vision, KPIs definieren und auch Ziele definieren. Der zweite Part ist dann sozusagen das Ausführen und auch wieder das Prüfen des Ganzen. Ausführen halt, ne, Kampagnen ausspielen und einfach die Dinge tun, die man sich vorgenommen hat. Das Ganze dann messen und ganz zum Schluss ist das Wichtigste natürlich einfach mal das Ganze zu hinterfragen, ne? Die Strategie und die Vision zu hinterfragen, die KPIs gegebenenfalls auch anzupassen und daraus natürlich auch gerade im E-Commerce Anforderungen für die Digitalplattform abzuleiten. Ne? Also dieses ganze Thema Continuous Integration, Continuous Development, sich stetig neu zu entwickeln, neue Features. Agil zu arbeiten, ist einfach da sehr, sehr wichtig und da helfen einem gerade im E-Commerce natürlich auch die ganzen Zahlen. Vielleicht noch einmal Klick, bitte. Genau, also, das ist aber tatsächlich auch ein großes Thema, was wir auch immer sehen, dass das sozusagen die verschiedenen Phasen, die einen machen das eine mehr, die anderen machen das andere mehr, ganz wenige machen wirklich den kompletten Durchlauf, obwohl das so sinnvoll ist. Ne? Wir haben große Kunden, die ganz viel ausprobieren, sowas wie neue digitale Plattformen zu schaffen oder aus dem B2B in einen Direct-Consumer zu wandern und testen da ganz viel. Und dadurch, dass wir eben die Daten immer tagesaktuell zur Verfügung stellen, sind die viel schneller in ihren Entscheidungen geworden, eben auch zu überprüfen, ist die Initiative, was weiß ich jetzt, auf eine chinesische Marktplatz-Plattform aktiv zu werden, bringt das den erwünschten Erfolg, ja oder nein? Und dann eben zu messen, woran liegt es und dann nachzusteuern. Dadurch sind die so viel schneller geworden, dass sie wirklich innerhalb von in einem Tages- oder Wochenrhythmus da ihre Entscheidungen anpassen können und viel weniger Streuverluste dadurch haben. Also es ist, wie du sagst, ne, es ist nicht nur dieses, welches Produkt packe ich in welche Kampagne, mit welchem Rabatt, sondern auch viel strategische Themen, die genauso mit dieser Philosophie angepasst und überprüft werden können. Auf jeden Fall. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass gerade im E-Commerce sind, wenn man über Digital Marketing spricht, natürlich sehr, sehr viele Hebel, die man und Kampagnen, die man sehr stark im Auge behalten muss. Also gerade, wenn du sagst, ne, tägliche Daten, gerade bei Kampagnen, wenn man dort irgendwas falsch macht, hat man natürlich Thema Werbekosten, Umsatzrelation auch mal schnell sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Und deswegen ist es gerade wichtig, da einfach auch teilweise schnell zu reagieren. Es gibt natürlich auch längerfristige Themen, die man natürlich über längeren Zeitraum macht. Jetzt gerade unten haben wir nochmal so man versucht das mit den Abteilungen ja so ein bisschen in Einklang zu bringen. Also oft ist das Thema Plan und Act natürlich irgendwie in Richtung Management. Das Marketing, ist sozusagen die Exekutive und führt die Dinge dann an der Stelle dort aus und macht die Kampagnen, checkt das Ganze. Begleitet wird das Ganze natürlich von Technologie. Einerseits im Tooling, aber natürlich auch der Architektur, um das Ganze überhaupt möglich zu machen. Und wie du schon gerade gesagt hast, oben, ne, sozusagen, ne, Plan und Do, Plan machen eigentlich alle, das Do sollten eigentlich alle machen, das Check machen schon oft weniger oder vielleicht nur sehr, sehr partiell und vor allem das Act, das machen natürlich vor allem die erfolgreich. Ne? Also wenn man jetzt gerade mal so zu den Großen wie About You, Zalando und Co. hinguckt, das ist einfach sehr, sehr schnell und Thema AB-Testing, neu, das ist einfach erfolgreich, um einfach im E-Commerce dann auch, vor allem in dem Bereich dann erfolgreich zu sein. Genau. Ja. Nicht nur anzugucken, wie performt das, sondern dann eben die notwendigen Schlüsse aus den Insights zu ziehen und die Handlung anzupassen. Das ist, glaube ich, wirklich ein entscheidender Knackpunkt. Tatsächlich sieht man aber auch immer mal wieder Unternehmen, die sogar den ersten Schritt auslassen, also gar nicht planen und keine Ziele und KPIs definieren, sondern erstmal nur machen, was auch häufig irgendwie, wenn man neu auf dem Markt ist, noch einigermaßen gut funktioniert, so. Aber irgendwann ist dieses nur aus dem Bauchgefühl handeln ausgereizt. Und wenn man dann langfristig nachhaltig und sichergestellt wachsen möchte, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, sich an diesem Prozess oder an einem sehr ähnlichen zu orientieren. Ja.
Okay, dann können wir einmal weitermachen. Das ist so ein, mal so ein kurzer Einblick, wie unser Verständnis ist, um mit der digitalen Transformation zum Beispiel umzugehen. Das sind vier ganzheitliche Themen, die wir dabei betrachten. Das ist auf der einen Seite erstmal das agile Mindset. Das heißt erstmal die Haltung, die Werte und Prinzipien der Agilität schaffen, die Kultur und Leadership sozusagen auch dafür zu formen und vorzubereiten und das Thema Kundenorientierung, was bei dem Thema ganz, ganz wichtig ist, weil das ist alles sehr, sehr customers, kundenzentriert, das Ganze, das Mindset zu schaffen. Dann das Thema natürlich auch ökonomische Parameter, also was sind so Agile KPIs, wie misst man auch den Erfolg, der auch von der Organisation, ob das die Ziele, die man sich dort gesetzt hat, erreicht, sozusagen, um den Kulturwandel auch da zu messen. Der nächste Punkt ist, natürlich braucht man auch so ein Framework und auch Technologien dazu, sei es jetzt irgendwie Scrum, Kanban oder Safe. Das hängt natürlich immer von der Organisation ab, wie man da aufgestellt ist, was man dort machen kann. Aber natürlich auch solche Themen, gerade wenn es dann jetzt um diese Schnelllebigkeit auch des Plattform-Developments geht, sind natürlich auch gerade dieses Thema Continuous Integration, Continuous Delivery, diese Pipeline, dass man tatsächlich ad hoc Features deployen und ausrollen kann, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch das richtige Tooling dabei, das irgendwie so einzuführen, dass auch da alle an den Strang ziehen. Ja, und der letzte Schritt ist tatsächlich auch das Thema dann Organisationsaufbau, interdisziplinäre Teams zu schaffen, die Kommunikation dort aufzubauen. Oft fehlen vielleicht auch noch Rollen, beziehungsweise man muss die Rollen erstmal definieren oder auch ändern. Gegebenenfalls auch vielleicht mal auch das Thema Recruiting dabei und genau, und einfach dann sozusagen die Unternehmenssteuerung dann darüber zu machen. Das sind so Themen, die wir dann versuchen, die Unternehmen da vorzubereiten und so die klassischen Schritte, die wir dabei betrachten. Ja. Aber auch hier wieder, bei dem einen mehr oder weniger ausgeprägt, ne? Also das ist jetzt nicht, dass man die ganze Palette braucht, aber das muss man halt schauen, wo sozusagen, ich sag mal, die Gaps sind. Ne? Ja, das ist ein interessant. Also steckt auch wieder viel drin, was du hier vorgestellt hast. Aber gerade dieses Thema Frameworks und Technologien, das merken wir natürlich auch immer. Ich habe jetzt sehr, sehr viel im Partnermanagement gearbeitet und wir versuchen uns halt auch zu fokussieren auf Partner und Technologiepartner, die eben schnell handlungsfähig sind, weil es hilft natürlich gar nichts, wenn dir mit einer guten BI schnell was auffällt und du dann aber für die Anpassung ein halbes Jahr brauchst. Dann ist sozusagen der Geschwindigkeitsvorteil wieder sehr schnell verloren. Und deswegen arbeiten wir dann natürlich auch mit so Frameworks und Partnern zusammen wie NIM Spryker oder so, die sehr schnell dann anpassungsfähig sind oder wie also jetzt neulich hatten wir auch ein Webinar mit Akeneo, das ist ein PIM-System, wo man dann eben sicherstellen kann, dass was mir auffällt, dass ich das innerhalb von Minuten, Stunden, vielleicht bei einem Fall von Spryker, das ist eine größere Änderung, von Tagen auch umgesetzt bekomme und dann nicht irgendwie erstmal ein neues Projekt für die nächsten 24 Monate aufsetzen muss. Genau, das wird auch eines unserer nächsten Webinare behandeln, sozusagen dieser Geschwindigkeitsvorteil durch die richtige Kombination von Technologien und Frameworks. Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist eines der wichtigsten, auch wie es auch bei meiner letzten Station auch genauso mitgemacht hat, ne, im Spryker-Umfeld. Und einfach. Ja, stimmt, hat ja sogar Spryker eingeführt. Genau, ja, richtig. Schnell die Sachen voranzubringen und ja. Genau. Ja, super. Okay. Gut. Tom. Darf Tom uns ein bisschen was erzählen über den Bereich Data Analytics? Da freue ich mich drauf. Genau, ich würde mal anfangen und versuchen, einen kleinen Abriss einfach zu geben zum Thema Data Analytics. Also, wo können wir herkommen? Wo können wir hingehen? Was brauche ich vielleicht dafür? Was ist optional und wie kann ich da als Unternehmen irgendwo relativ pragmatisch schnell starten und was kann ich dann hinten raus tun, wenn ich sage, der pragmatische schnelle Start war irgendwie noch nicht ausreichend? Und da habe ich auf der nächsten Folie, glaube ich, auch ein Bild mitgebracht. So. Genau. So, wo man mal ein bisschen sieht, wie Daten Unternehmen durchströmen oder wo Daten eigentlich überall in Unternehmen relevant sind. Und das beginnt, wenn ich mal Klick bitten darf, das beginnt hier, genau so. Ne, alles auf einmal, gut. Ich habe hier Ich habe hier als grüne Lane sozusagen mal das Thema Daten gewählt, im Sinne von alles, was an Daten, Datenobjekten, Informationen etc.
anfällt in einem Unternehmen, was ich beziehen kann, was ich eventuell auch kaufen kann, ist ja auch ein Thema. Und was bewegt sich denn dann grundsätzlich in diesem Kreislauf? Und das geht los zum Beispiel oben links mit dem Thema Emerging Technologies, wo ich sage, naja, wenn ich Daten haben möchte, mit denen arbeiten möchte, dann brauche ich natürlich auch zugrunde liegende Technologien, um zum einen die Daten zu schaffen, die Daten zu verarbeiten oder auch mein Datenvolumen zu erhöhen. Also es kann jetzt alles sein von beispielsweise in einer Lagerlogistik, wo ich sage, ich kann genau auslesen, welche Produkte liegen denn momentan nebeneinander, wo müssten die denn eigentlich liegen, damit ich schnelle Picking Times habe zum Beispiel. Kann aber auch sowas sein, wie dass ich mit QR-Codes arbeite, die mir dann irgendwo Daten liefern, wenn ein User den scannt und mir dann noch zusätzliche Informationen eben zu den Tools vielleicht liefern, die der Nutzer auch angewendet hat. Wenn ich dieses Thema bespiele, dann komme ich zwangsläufig auch zum Thema Innovation. Das heißt, irgendwo möchte ich natürlich diese Daten auch nutzen, um meinen Betrieb, um mein Business zu innovieren und eben Mehrwerte aus diesen Daten zu generieren. Das kann jetzt zum einen sein, dass ich bestehende Geschäftsmodelle validiere, weiterentwickle, weil ich eben die Daten habe, die mir sagen, hey, die Entscheidung linksrum war richtig oder nö, geh da mal lieber rechtsrum, das ist deine Case. Der andere Case ist natürlich aber auch, Daten zu nutzen als Grundlage, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen, die ich dann im Idealfall auch anhand der Daten, die mir zur Verfügung stehen, schon bevor ich die ausrolle, also schon eine sehr frühen Stage irgendwo validieren kann und irgendwo mit einem, ich sag mal, virtuellen Markt auch verproben. Das Ganze führt dann natürlich zum Thema Digital Marketing und Sales, wo ich sage, okay, ich kann natürlich Daten, das ist ja auch das Thema, über das wir jetzt hier auch schwerpunktartig sprechen, kann ich natürlich nutzen, um ganz gezielt herauszufinden, was will mein Kunde wann haben, welche externen, welche internen Einflussfaktoren beeinflussen denn die Kaufentscheidung, wie kann ich denn Preise zum Beispiel so flexibel gestalten, dass ich da immer maximierend agiere, so dass ich halt immer die maximale Kaufpreisschwelle ausschöpfe. Wie kann ich zum Beispiel auch bestimmen, wenn ich ein Produkt abverkaufen will, was da noch Sinn macht und ab wann es dann vielleicht sogar schon schädlich wäre. Also hier sind wir auf jeden Fall in dem Bereich drin und natürlich alles, was auch das Thema Targeting betrifft. Also wen möchte ich denn ansprechen und wie spreche ich die Person richtig an? Und das Ganze ist dann gedeckt durch unten rechts das Thema Core Data Science, beziehungsweise unten links im Sinne von alles, was ich in diesem Framework tun muss und kann, beginnend bei Themen wie einer Datenkonsolidierung, der Single Source of Truth, bis hin dann eben zur Implementierung eigener Custom-Made Algorithmiken, Custom-Made Tools, die dann entsprechend ganz genau meinen Case in meinem Environment abbilden. Genau, auf der nächsten Folie, genau, würde man mal sehen, so wo sich eigentlich Daten oder wo man sich eigentlich in Unternehmen überhaupt mit Daten beschäftigen muss. Und viele Kunden, mit denen ich spreche, verorten dann Daten doch sehr stark im Bereich, ne, irgendwo in den unteren beiden Layern, die ich jetzt hier mitgebracht habe, also Infrastruktur und Technologie oder eben im Datenlayer an sich so, was an sich natürlich der Sache faktisch Rechnung trägt. Aber erfolgreich werde ich mit Daten nur, wenn ich dieses Thema quasi durchs ganze Unternehmen treibe. Also eben auch das Thema, wie gehe ich aus strategischer Sicht damit um? Wie stelle ich meine Organisation auf? Wie kann ich da natürlich dann auch zum Beispiel im Bereich Rollen und Governance, wie kann ich schaffen, dass Mitarbeiter keine unbewussten Ängste haben? Ich meine, wir kennen das ja alle so ein bisschen, diese Aussage, ne, macht den Job dann irgendwie in 5 Jahren eine Maschine oder ein Roboter oder so. Das sind Ängste, die natürlich unbewusst überall mitschwingen. Und wenn ich in einem breit aufgestellten Business Daten nutzen möchte, dann ist es für mich unabdingbar, dass ich dieses Thema komplett durch die Organisation verankere und das nicht irgendwo monolithisch in der IT outsource und sage, Mensch, da sind jetzt die Menschen, die sich mit Daten auskennen, alle anderen müssen davon nichts wissen, weil genau dadurch schafft man halt so, ich sag mal, so ein Blackbox-Denken, was dann halt wiederum auch natürlich, wenn ich die internen Zugkräfte in dem System nicht verstehe, dann auch dazu führen, dass ich irgendwo Ängste habe. Also aus der Folie bitte mitnehmen, Daten fangen ganz oben an, im Sinne von ganz oben bei der Strategie und ziehen sich eigentlich komplett durch ein Unternehmen als Thema durch, wenn ich es gut machen will. Und natürlich helfen genau dann das, einfach Tools im Sinne von Service-Tools, wie jetzt die Minugo-Tool-Landschaft, helfen natürlich wahnsinnig, weil ich da natürlich dann auch was habe, womit ich
ohne dass ich jetzt sagen muss, ich muss da spezifische Analytiker irgendwie einstellen oder Ähnliches, schon echte Mehrwerte heben kann. Sprich, dadurch nehmen wir natürlich auch diese gefühlte Angst weg, wenn ich Tools nutze, die zugänglich sind. So. Genau, also das kann ich absolut nur bestätigen aus unserer Erfahrung, dass diese Angst häufig da ist und halt in so einem Spannungsfeld. Ne? Zum einen sieht man das Potenzial, das drinsteckt, andererseits diese Angst und gar nicht nur, macht mein Job jetzt demnächst einen Roboter, weil es sind ja auch häufig Funktionen oder Berufe davon betroffen oder profitieren davon, die eigentlich sehr sonst von ihrer Kreativität und Freiheit leben. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter im Marketing manchmal Sorge hat, dass vielleicht seine kreative Freiheit eingeschränkt wird, dadurch, dass jetzt nur noch KPI gesteuert gearbeitet werden muss, dann ist das natürlich ein Thema, was man erstmal ernst nehmen und aufnehmen muss. Und dann eben durch, wie du gesagt hast, nur ein Tool funktioniert nicht, sondern es muss immer begleitend mit einer Organisationsentwicklung sein. Und das machen wir ja auch, dass wir dann eben zeigen, wie da der Mehrwert sein kann, dass es nicht darum geht, eine Kreativität einzuschränken, sondern vielleicht, wenn man anders drauf guckt, ein Werkzeug an die Hand zu geben, womit man seine eigenen kreativen Entscheidungen rechtfertigen, also erstmal selbst überprüfen kann, wie erfolgreich die waren und dann nach außen eben auch rechtfertigen kann, um zu zeigen, guck mal hier, das hat aber funktioniert, so auch wenn es vielleicht ein bisschen verrückt klang am Anfang, das hat den und den und den Erfolg gehabt. Und insofern kann man alles immer von beiden Seiten sehen und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass Daten eben nicht als oder Algorithmen nicht als Feind aufgefasst werden, sondern tatsächlich als unterstützendes Tool. Und genau die Strategie verfolgen wir auch eben, dass wir mit unseren Frontend-Tools die ganzen Daten jedem zugänglich machen wollen, eben nicht nur der IT und den BI-Lern, sondern eigentlich jedem Mitarbeiter im Unternehmen, dass jeder davon profitieren kann und dann diese Angst und diese Hemmschwelle abgebaut wird. Ja, was man da als schönes Beispiel auch nehmen kann, zwar aus einem bisschen anderen Gewerbe, ist eben der Cobot. Ich meine, ist ja bekannt, ist ja viel in der maschinellen Fertigung mit Robotisierung dann irgendwo verbunden. Und ich meine, das Aufkommen des Cobots, der quasi direkt neben der menschlichen Arbeitskraft dann den unterstützt und mit dem zusammen an Themen arbeitet, so sollte man auch das Datenthema verstehen. Also wir haben hier keine Über-KI, die den Menschen irgendwo wegdividiert, sondern wir haben eine Möglichkeit, die menschliche Arbeit noch besser zu machen und den Menschen zu unterstützen damit. Und was man hier sieht, nicht nur im Unternehmen an sich sind Daten eigentlich omnipräsent mittlerweile, sondern natürlich auch, wenn ich mir so typische Schnittstellen anschaue. Also wenn ich sage, so, ich habe zum einen zum linken den Markt und zum rechten die Organisation, dann habe ich natürlich Themen wie Daten im Bereich Sales, Daten im Bereich Produktentwicklung, also zum Beispiel Insights nutzen, um rauszufinden, welches Produkt sollte ich denn als nächstes entwickeln oder einkaufen oder welche Richtung möchte ich denn bei meinen Innovationen irgendwie treiben, um da eben in einem Zielmarkt langfristig erfolgreich zu sein. Geht dann aber auch, was für den Handel natürlich wichtig ist, in das Thema Procurement and Logistics, also wie optimiere ich denn Lieferketten, wie optimiere ich denn Lagerhäuser, dass ich da dann im Zweifel auch relevante Kosten spare, die sich auch direkt auf die Bottomline durchschlagen. So. Und natürlich auch hin zum Thema Data-Driven Marketing, also alles, was ich eben an der Kundenschnittstelle dann nutze. Und unterliegend auch das Thema neue Technologien. Da habe ich auf der nächsten Folie, glaube ich, auch ein ganz schönes Beispiel mal mitgebracht, wie sich sowas denn in einem Unternehmen dann entwickeln kann. Vorhergeschickt, glaube ich, eine ganz wichtige Info. Es ist nicht so, dass alle Unternehmen auf Stufe 1 Descriptive stehen und Stufe 4 Prescriptive erreichen müssen, damit man irgendwie sagt, das ist eine Data-Driven Company. Das ist jetzt kein Vorgang, der das eine dann irgendwo besser als das andere macht. Das sind einfach nur Reifegrade, die wir identifiziert haben, die aber nicht alle durchlaufen werden müssen, damit ich am Ende sage, ich arbeite mit Daten, sondern es reicht für viele Unternehmen, wenn die zum Beispiel auf der diagnostischen Ebene dann auch bleiben, ne? Das vorweggeschickt. Aber wenn man sich mal so eine Reise in die Maturity der Datennutzung anschaut, wird es anfangen eigentlich mit dem Thema Descriptive. Also ich nutze meine Daten, um zu erfassen, was gerade passiert, am besten in Echtzeit und am besten so visualisiert, dass alle das verstehen. Ja? Also im Sinne von, was verkaufe ich gerade, wer kauft das, wie ist meine Lieferkette gerade belastet. Das wären so typische Descriptive-Fragen, die im Zweifel auch schon unglaublich viel Mehrwert stiften, wenn ich die valide beantworten kann.
Der nächste Punkt ist Diagnostik, also zu sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, was passiert, dann kann ich hier reingehen und sagen, okay, warum passiert das? Also warum ist es genau diese Kundengruppe? Warum habe ich in dem Produkt irgendwo jetzt, genau jetzt einen Absatz hoch? Oder warum habe ich jetzt genau hier einen Ladenhüter, wo ich irgendwie viel zu viel eingekauft habe? Hätte ich das vielleicht vorher schon wissen können. So. Also hier haben wir eben dieses Thema Diagnostik. Das denke ich, der Fakt, der Reifegrad ist, der man beim E-Commerce auf jeden Fall anstreben kann. Danach wird Predictive kommen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Vergangenheit schon weiß, was passiert und warum es passiert ist, dann ist es natürlich naheliegend, dass ich sage, okay, ich werde aus den Vergangenheitsdaten, aus Ökosystemdaten, aus allem, was mir eben zur Verfügung steht, Modelle herleiten, Eigenschaften ableiten, ich sage mal so eine Art Fingerprint erstellen, der mir am Ende eben sagt, eine Kombination aus diesen und diesen Faktoren in der und der Abhängigkeit wird dazu führen, dass Folgendes passiert. Da kann ich dann immer noch eine Wahrscheinlichkeit irgendwo dran klatschen und dann habe ich eigentlich eine Grundlage, die ich dann in der letzten Maturitätsstufe Prescriptive nutzen kann, um eben auch Entscheidungen wie zum Beispiel eine Beschaffungsentscheidung, wie zum Beispiel auch eine Entscheidung, ob ich in meinen Innovationsbemühungen in die eine oder die andere Richtung gehe, wo ich die dann tatsächlich anhand von der Wahrscheinlichkeit dadurch zukünftig eintreffende Ereignisse bewerten kann. Das ist alles natürlich so, das schicke ich auch voraus, das ist natürlich eine zum einen eine Wissenschaft, zum anderen ist das keine Glaskugel. Das heißt, es ist immer mit Wahrscheinlichkeiten versehen, die können sehr hoch sein, aber es ist nie so, dass in den wenigsten Fällen so, dass eine Garantie abgegeben werden kann. Aber die Ergebnisse sind meistens gut genug, um zu sagen, für den Betrieb reicht es, um substanziell Mehrwerte zu generieren. Ja, also das ist ja eh so ein Thema des wissenschaftlichen Arbeitens. Ein Beweis gibt es da ja nie, sondern es gibt immer nur sozusagen Wahrscheinlichkeiten und Hinweise und Tendenzen, denen man nachgehen kann. Und genauso ist es hier ja auch. Ne? Genau, und ich glaube, auf meiner letzten Folie habe ich mal noch dargestellt, wie eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die noch drin habe, ich glaube schon. Genau, hier so ein bisschen, wie eigentlich so die typische Reise eines Unternehmens aussieht zum datengetriebenen Arbeiten. Und ich finde es immer ganz schön, weil man die meisten Kontakte, mit denen man spricht, irgendwo hier verorten kann. Und zwar ist eigentlich das Erste, was ich brauche, hier grün gezeichnet, um überhaupt mich hinzubewegen zu einer datengetriebenen Unternehmung, ist, dass ich verstehe, dass ich es brauche. Also zum einen, ich habe fachliche oder betriebliche Herausforderungen. Ich merke, dass es soziale Veränderungen gibt. Ich merke, dass es zum Beispiel Trends und Disruptionen bei meinen Mitbewerbern gibt. Ich sehe, dass Startups groß werden, die das nutzen. Oder ich habe Kunden, die einfach sagen, hey, ich will relevante Werbung zum Beispiel. Ne? Und dadurch entsteht eigentlich so eine Datenkultur im Unternehmen, also eine Art Nachfrage, dass man sagt, Mensch, eigentlich sollten wir uns da damit intensiver beschäftigen, damit wir hier substanzielle Vorteile haben. Dann passieren meistens drei Dinge. Zum Ersten kommt eine Ideation, das heißt, man wird sich mit Experten zusammen oder wie auch immer mal überlegen, was wären denn eigentlich so Cases, die ich eigentlich ganz gern machen würde, vielleicht weil es meine Mitbewerber machen, weil es einfach evident ist, dass es Vorteile bringt etc. pp. Dann wird man sich angucken, okay, Datenpool, was habe ich denn an Daten, wo fallen die an, wo liegen die, wie kann ich die nutzen, dann Riesenthema, welche Daten extern kann ich beziehen, was kann ich einkaufen und so weiter und wird dann in der explorativen Phase sagen, okay, wo matche ich denn jetzt das Thema Ideation, also meine High-Level-Goals, wo ich eigentlich hin will, Datenpool, was ich jetzt pragmatisch vielleicht schon habe, ohne riesige Aufwände zu generieren und wird dann da im Regelfall dann irgendwie ein, zwei Use-Cases finden, wo man sagt, da gehen wir prototypisch meistens erstmal rein. Diese Use Cases überschrieben als Datenlösung werden halt dann implementiert. Das heißt, das kann eine Software as a Service sein, das kann eine eigens entwickelte irgendwie Infrastruktur, also ein eigen entwickeltes Tooling sein, es kann eine Mischung aus beiden sein. Also man wird eben irgendwo versuchen, diese Erwartungen und die Daten, die da sind, zu matchen. Am Ende gibt es eben eine Integrationsphase, das heißt, man guckt, okay, wie flansche ich jetzt diese, wie auch immer geartete Lösungsarchitektur in meinen Betrieb ein und Operation dann natürlich, wie enable ich alle, sagen wir, diesen kulturellen Faktor auch nochmal, wie enable ich alle, damit dass die damit arbeiten. Und wenn ich diese ersten beiden Schritte durchlaufen habe und das halbwegs gut gemacht habe, bin ich danach zumindest auf irgendeiner Flughöhe eine Datenorganisation. Und das enabled wieder als ich sag mal, als Katalysator ganz viele andere Themen. Nämlich zum einen werde ich interne Capabilities schaffen, eine Governance schaffen. Also ich werde mich als Unternehmen damit beschäftigen. Ich werde Prozesse und Tools drumherum stricken. Ich werde weitere Innovationen fahren können. Also sowohl ausgehend davon als auch in diesem
Dunstkreis. So, natürlich muss ich mir dann auch Gedanken machen um sowas wie Zugänglichkeit, Security, also gerade hier natürlich mit Kundendaten, was ich dann da in Zukunft vielleicht noch machen kann. Und was hier so ein bisschen nach unten ableitet, eben das Thema Skills, was für mich auch bedeutet, wenn man im Organisationsumfeld matur mit Daten arbeitet, wird man auch zum Beispiel neue Talente anziehen, die sich gern mit Daten beschäftigen und so natürlich auch wertvolle, ich meine, War for Talent sagt uns ja alle was so, der, ne, wird auch wertvolle Ressourcen gewinnen können, die sich dann da gerne damit beschäftigen und sagen, Mensch, super, die haben da schon was, die beschäftigen sich damit, da will ich Teil davon sein. Also es geht da nicht nur um den unmittelbaren Mehrwert, sondern auch darum, dass ich als Organisation reife und maturer werde, wenn ich in solchen Themen mich bewege. Mhm. Ja. Genau, jetzt gucken wir mal auf die nächste Folie, ob ich da noch was habe. Nee, jetzt glaube ich, kommen wir zur Datenstrategie. Ich glaube, da bist du dann das. Genau. Ja, da sage ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz was dazu, sozusagen, wie wir rangehen und auch warum. Also es geht ja im Grunde genommen, wenn wir jetzt über Datenstrategie oder Single Source of Truth sprechen, immer darum, dass ich meine ganzen Systeme, die ich sowieso für meine operative Arbeit im Unternehmen brauche, das ist ein ERP-System oder ein PIM, also ein Product Information Management System, Shop-Systeme, Marktplätze, alles, was ich sozusagen an Software-Lösungen oder IT-Lösungen im Einsatz habe, dass ich die ganzen Daten mal konsolidiere und eben eine Single Source of Truth bringe, um dann von dort aus auf diese Single Source of Truth zuzugreifen und meine Daten visualisieren, also deskriptiv und analytisch damit arbeite, dass ich dann Handlungen ableiten kann und das alles auf einer Wahrheit basiert. Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, warum sollte ich das überhaupt machen? Warum soll ich überhaupt einen KPI stellen? Kurz eine Ergänzung lassen zu dem zu der Folie. Ja. Genau, ich glaube, gerade wichtig auch für den Bereich E-Commerce ist, dass man so eine Art 360 Grad auf diese Kunden und auch die Kanäle hat. Deswegen ist zum Beispiel auch hier dieses Thema, ne? Also ich habe irgendwie das Thema Shop, ich habe auch das Thema Marktplätze stationär, sodass man sozusagen den Kunden, der natürlich auch mal vielleicht über alle drei Kanäle kauft, auch tracken kann natürlich. Ne? Wichtig sind auch solche Sachen wie Carrier oder Fulfillment, ne? Also sprich Last-Mile-Tracking oder Verzögerung oder Lieferzeiten, auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Bis hin zum Fulfillment, klar, Thema Stock, extrem wichtig natürlich im E-Commerce, gerade wenn es um irgendwie Kampagnen, Lieferfähigkeiten geht. Wenn man nur mal an das Thema Printkatalog denkt. Also ich mache einen Printkatalog, die relativ langen Vorlauf haben, ich nehme einen Bestseller da rein. Marketing macht vorher nochmal vielleicht eine andere Kampagne und Katalog geht raus, Waren nicht on stock, worst case sozusagen. Das ist einfach, dass man einfach diese ganzen Themen, die für die Steuerung und bereichsübergreifenden Themen wichtig sind, einfach alle zusammen hat, damit man das konsolidieren kann. Und da ist sogar auch jetzt hier das Thema Social Media, E-Mail oder Callcenter auch mit dabei. Callcenter im Sinne von, klar, Kunden inbound von Kundenanfragen, aber natürlich auch das Thema telefonische Bestellung, was es durchaus ja auch immer noch gibt. Dass man einfach über alle Kanäle und über alle Datentöpfe, die relevant sind, einfach zusammenführt. Und das ist tatsächlich in den meisten Unternehmen, sind dort gerade die Datensilos. Ne? Man hat irgendwie das ERP und das PIP. Und gerade natürlich das mit den Online-Marketing-Daten zusammenzuführen, wie bei Nubo zum Beispiel, das ist schon einer der allerwichtigsten Schritte überhaupt, da sozusagen ich nenne sie mal Online- und Offline-Welt so zu verbinden. Und was sozusagen oft im Online-Marketing fehlt, sind zum Beispiel die ganz klassischen Retouren, ja, dass man aber einfach da weiß, dass das komplette Retourenverhalten noch mit einfließen lässt in seinen Kunden. Ja, also und das ist wirklich, das klingt so banal, ne? Aber es ist bei fast jedem unserer Kunden der Fall, dass das Marketing nichts von Retouren oder von Deckungsbeiträgen weiß, sondern ganz klassisch, wenn überhaupt datengetrieben, dann nach Umsatz oder nach Absatzmenge oder so auswertet, aber nicht weitergeht. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, warum sollte ich überhaupt mit KPIs steuern und auch mit den richtigen KPIs? Da gibt es diverse Untersuchungen natürlich zu dem Thema und eigentlich alle kommen zu dem Thema, dass Unternehmen, die richtig mit Daten arbeiten, mit KPI gesteuert arbeiten, sehr viel erfolgreicher sind als vergleichbare Unternehmen, die das nicht tun. Und hier sind mal ein paar Zahlen, die ich sehr, sehr imposant finde, aus einer Studie von Capgemini, glaube ich, ist diese hier, muss ich die Quelle nochmal nachreichen.
dass datengetriebene Unternehmen über 70% mehr Umsatz pro Mitarbeiter machen und insgesamt als Unternehmen eine über 25% bessere EBIT-Marge haben. Das heißt, das, was wirklich am Ende im Unternehmen an Gewinn übrig bleibt, ist um ein Viertel besser bei Unternehmen, die mit KPIs steuern. Und das ist so ein immenser Hebel, den darf, kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Und dann kommen natürlich noch softere Faktoren dazu, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, dass allein die Sicherheit, was Datensicherheit oder auch Prozesssicherheit angeht und die Qualität, wie meine Leistung nach außen vom Kunden wahrgenommen wird, sich deutlich erhöht, wenn ich KPI-gesteuert arbeite. Und intern in der Organisation eben auch die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wenn man mehr Transparenz hat, mehr weiß über das, was man macht und die Zusammenhänge und auch die Erfolge oder Misserfolge von dem eigenen Handeln klarer sieht. Das kann zu unheimlicher Steigerung der Zufriedenheit führen, weil es einfach viel mehr Sinn plötzlich im eigenen Handeln gibt, wenn man sieht, was dabei rauskommt. In der Realität sieht es aber leider häufig ganz anders aus. Da sieht es nämlich so aus, dass ist eine andere Umfrage von iBusiness entnommen. Da wurden über 400 IT-Fachkräfte befragt, wie es bei ihnen im Unternehmen aussieht. Und sie haben 15% angegeben, dass sie noch nicht mal wissen, wie viele Datenquellen überhaupt im Unternehmen vorhanden sind. Und wohlgemerkt, das sind IT-Fachkräfte, nicht irgendein Business-User. Und 15% der Befragten wussten noch nicht mal, wie viele Datenquellen sie haben. Über 50% brauchen mehrere Tage, um Daten für eine Auswertung aufzubereiten. Und wenn wir dann über Kampagnen sprechen, das kann einfach nicht funktionieren, dass eine Kampagne mehrere Tage durchläuft, ohne zu überprüfen zu können, ob die so erfolgreich ist, wie sie sein soll und dann gegebenenfalls die Gebote auf Keywords oder irgendwas anzupassen. Das kann nicht mit mehreren Tagen Verzögerung passieren, dann ist man zu spät dran. Und nur 10% der befragten IT-Fachkräfte sahen sich in der Lage, Daten innerhalb von wenigen Minuten auszuwerten. Also 9 von 10 können das nicht innerhalb von Minuten auswerten. Und das ist wirklich, führt natürlich dazu, dass die Unternehmen eigentlich auf einem riesen Datenschatz sitzen, ihn aber überhaupt nicht nutzen. Und das ist hauptsächlich eben durch immer noch vorhandenes Silo-Denken begünstigt, dass zwischen IT und Fachabteilung immer noch ein Disconnect ist und die Quellsysteme nicht miteinander verbunden sind. Und deswegen fängt für uns auf jeden Fall eine gute Datenstrategie immer mit Kommunikation an, dass sich die Fachabteilung und die IT zusammensetzen und eine Lösung finden und vor allem erstmal identifizieren, was ist denn überhaupt wichtig und was bringt mir überhaupt den Mehrwert. Und eine der die vier größten Hürden, die Unternehmen davon abhalten, sind aus unserer Sicht diese vier. Zum einen fehlt bei vielen Business Executives wirklich das Vertrauen in die Daten. Und das ist natürlich auch ein Organisations- und Kulturthema. Wenn ich nicht von oben eine Rückendeckung habe für KPI-gesteuertes Arbeiten, dann ist das Projekt quasi von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also um ein vernünftiges Projekt in Sachen Datenbereinigung aufzusetzen, brauche ich erstmal die Rückendeckung. Wenn ich aber bisher immer nur Mist geliefert habe an Daten, sagen die Entscheider natürlich auch, das lohnt sich überhaupt nicht, brauchen wir kein Geld reinzustecken. Das heißt, das ist eine Krux und das muss irgendwann einmal durchbrochen werden. Und da hilft es natürlich auch, wenn man dann mit einer Standard-Startlösung anfängt, die nicht eine Million verschlingt, erstmal bis erste Ergebnisse sichtbar werden, sondern die innerhalb von einer Woche die Daten schon so aufbereiten kann, dass man erste Erfolge und vor allem Transparenz sieht, um dann auf dieser Basis die nächsten Phasen zu starten. Dann ist es natürlich so, das haben wir vorhin auch gesehen auf der Slide, wie viele Systeme in einem üblichen Handelsunternehmen vorhanden sind. Das ist natürlich eine unheimliche Komplexität, diese Daten alle miteinander harmonisiert zusammenzuführen. Und auch da ist es natürlich so, dass jedes Unternehmen eine eigene gewachsene Systemstruktur hat. Und das ist definitiv nicht trivial, die Sachen zusammenzuführen. Da hilft natürlich auch so eine standardisierte Lösung, die Standardschnittstellen zu den Systemen hat und quasi Plug-and-Play die Systeme miteinander verbinden kann, um diese Komplexität rauszunehmen. Dann ist es häufig so, dass im Tagesgeschäft Dinge mehr Priorität bekommen, die dringend sind. Und dabei wird vergessen, häufig zu gucken, was ist denn eigentlich wichtig. Und das ist ein Thema, wo Datenstrategie oder datengetriebenes Arbeiten immer wieder nach hinten geschoben wird, weil das Tagesgeschäft läuft erstmal auch so irgendwie weiter. Natürlich ist es dringlicher, wenn meine Pakete nicht das Lager verlassen, aber
auf lange Sicht wichtiger ist es natürlich strategisch mit meinen Daten arbeiten zu können, das volle Potenzial rauszuholen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und dann ist es immer so, das hängt natürlich auch mit dem ersten Punkt zusammen, das Budget ist immer knapp und es wird gerne natürlich dort eingesetzt, wo direkt ein kurzfristig erkennbar ROI rechenbar ist. Und insofern ist das auch immer eine Herausforderung, die wir da sehen, wenn wir darüber über neue Einführungsprojekte sprechen, das Budget zu rechtfertigen. Wie machen wir das? Miluvo, da habe ich am Anfang schon vorgestellt, wir sind eine Standardlösung, die eben aus dem Handel kommt und zu eigentlich allen gängigen Quellsystemen am Markt Standardschnittstellen betreibt, sodass wir sehr schnell die wichtigsten Quellen miteinander verknüpfen können, durch eine Standard-ETL-Strecke, also Extraction, Transformation, Load, also Datenverarbeitung und Harmonisierung, Daten miteinander in ein sinnvolles Datenmodell packen können und das in einem, und da sind wir wieder bei der Single Source of Truth, einem eigenen DWH zur Verfügung stellt, worauf ich dann von überall zugreifen kann. Entweder mit unseren eigenen Frontend-Tools, mit eigenen BI-Tools, die vielleicht im Unternehmen auch schon vorhanden sind, wie ein Power BI oder ein Tableau oder so. Da bieten wir eben auch Standard-Konnektoren an und dann letztendlich auch für Prozesse, die auch datengetrieben getriggert werden sollen, dass die alle wirklich aus demselben DWH gesteuert werden und nicht da wieder unterschiedliche Datenwahrheiten vorherrschen. Vielleicht sogar noch eine Ergänzung zu dem rechten Punkt mit den Zahnrädern sozusagen, wie man es auch verwenden kann. Man kann diese Themen ja zum Beispiel auch direkt für den Shop verwenden, ne? Wenn es um das Thema Personalisierung geht zum Beispiel. Absolut, genau. Oder zum Beispiel, bester Case ist Neukundengewinnung und in dem Sinne die Produkte auszuspielen, die sozusagen aktuell bessere Tourenquoten haben, am besten nachgefragt werden. Das kann man natürlich auch, könnte man zum Beispiel direkt ins Frontend ausspielen und dafür nutzen. Ja. Genau, ja, das kann man ins Frontend ausspielen. Was wir halt bei vielen Kunden erleben, ist, dass insbesondere das, was jetzt hier durch Miluvo abgedeckt ist, also diese Datenextraktion, ETL und dann eben das Ganze in ein Warehouse zu packen oder in eine konsolidierte Quelle, dass das oft der allerschwierigste Part ist oder einer der schwierigsten Parts ist, damit man überhaupt Advanced Analytics implementieren kann. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt da diese Lösung schon und habe da so ein Data Warehouse, wo alle meine Daten in einer schön abgreifbaren Form irgendwo vorhanden sind und auch im besten zeitnah und so weiter, ist das halt die ideale Voraussetzung, um da wirklich schlank dann auch in den, ich sag mal, Advanced Analytics Bereich zu starten, weil ich eben diese Grundlagenarbeit überhaupt nicht mehr machen muss. Und darum finde ich das, oder darum ist es auch wirklich eine super charmante Lösung, wenn man sagt, man möchte da nochmal drauf aufsetzen. Also das ist echt sehr gut gelöst. Ja, genau, und genau das ist ja auch der Hintergrund, dass diese Strecke, das ist ja nicht Raketenwissenschaft, das könnte auch jeder selber machen, aber es ist unheimlich aufwendig, das individuell zu bauen und es bringt keinen Mehrwert. Also es steckt keine Wertschöpfung da drin, diese ganze Strecke individuell selbst zu bauen, weil man eh wieder bei einem mit viel mehr Geld und viel mehr Aufwand und Schweiß und Nerven und Fehlern und so auch bei diesem Ergebnis landen wird irgendwann. Da hat man aber dann 2 Jahre verbrannt und wahrscheinlich 1 oder 2 oder mehrere Millionen reingesteckt. Dann soll man sich doch viel lieber darauf fokussieren, was man dann mit den Daten machen kann. Und da kommt dann nämlich die Individualität zum Tragen. Da kommt mein individuelles Geschäftsmodell zum Tragen. Welche KPIs nutze ich? Was finde ich da raus? Und da kommen wir dann auch in den Bereich des Unbekannten, der Hidden Insights, die wir ja auch gleich noch kurz zeigen wollen anhand von ein paar Beispielen. Wir müssen auch tatsächlich ein bisschen Gas geben, weil wir schon 10 vor 12 sind. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch in den Bereich der Beispiele langsam weitergeht. Genau, ich würde, Tom, wolltest du noch was Wichtiges ergänzen? Sonst würde ich hier bei den Ich wollte nur noch anfügen, dass die Systeme untereinander auch kompatibel sind. Das heißt, selbst wenn ich dann irgendwo mal an eine Stelle komme, wo ich sage, ich muss da noch ein Datum oder irgendwas in dieses Warehouse bringen, was irgendwie eine super exotische Quelle hat, whatever, dann kann ich das auch tun, ne? Weil eben diese Systeme miteinander sprechen. Das heißt, ich verbaue mir da auch nichts damit. Das finde ich immer auch sehr wichtig, wenn man sich nicht verbaut. Ja. Genau, dann würde ich einmal ganz kurz auf die Treiberhebel und KPIs eingehen, gerne auf den nächsten Klick, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, um noch ein paar konkrete Beispiele einzugehen, weil da haben wir noch ein bisschen was mitgebracht. Genau, was bedeutet denn Treiber? Also die Treiber sind die Einflussfaktoren, die direkten
die direkt den Unternehmenserfolg, in dem Fall zum Beispiel den Deckungsbeitrag, beeinflussen. Es gibt, ja, wir haben jetzt mal als Beispiel hier 6 Treiber genannt, die sozusagen dafür stehen, dass man aus diesen Treibern auch ja, Hebel und auch KPIs ableiten kann. Das ist zum Beispiel auf der einen Seite der Markt, Sortiment und die anderen Treiber, die man hier sieht. Das ist natürlich, wenn man in die Projekte reingeht, um zu schauen, was sind die Treiber des spezifischen Unternehmens und die Hebel und die KPIs dahinter, dann ist es sozusagen das, was man dort erstmal aufbauen muss. Oft irgendwie so als so eine Art Werttreiberbaum zum Beispiel genannt. Ein so ein Beispiel, um das mal zu zeigen, ist zum Beispiel das Thema Kundentreiber, das Thema Neukunden, wenn man sich das anschaut. Was kann da zum Beispiel ein Hebel sein, wenn man die Strategie hat, Wachstum zu generieren? Dann ist es natürlich die Neukundenquote, die ich da tracken will. Und zum Beispiel die Ziel-KPI wäre dann für den Fall 30% Neukundenquote. Ein anderes Thema im Bereich Digital Marketing, was wäre dann Marketing, Digital Marketing, wäre zum Beispiel das ganze Thema SEA so zu optimieren, mit dem Hebel natürlich die WKU zu optimieren und zum Beispiel als Ziel zu setzen, eine Werbekostenumsatzrelation von 15% in so einem Bereich zu erreichen. Das wären so 2 Beispiele, wenn man so sieht, wie sieht das aus mit meinen Treibern, Hebel und KPIs. Dann gerne mal auf die nächste Seite. Und da ist dann nämlich genau das, was ich gesagt habe, da kommt dann die Individualität zum Tragen. Ne? Ich gehe nochmal, einmal kurz zurück. Ob jetzt meine Ziel-KPI ist, die Werbekosten-Umsatzrelation zu optimieren oder ob ich mich gerade in einer anderen Unternehmensphase und in einer anderen Strategie befinde, wo mir die Werbekosten-Umsatzrelation erstmal egal ist, weil ich aggressiv wachsen möchte, da kommt dann die Individualität des jeweiligen Unternehmens und der Phase rein. Aber die Basis, um so zu arbeiten, die ist eigentlich überall die gleiche und kann eben sehr, sehr gut über so einen Standard geschaffen werden. Genau, richtig. Das hier geht im Endeffekt nochmal so eine Ebene tiefer. Das heißt, was steckt denn so zum Beispiel hinter diesen Treibern? Ne? Dass man sagt, was steckt hinter Sortiment? Dann ist das zum Beispiel den Absatz von Produkten, die Retourenquoten, die Retourengründe, aber zum Beispiel auch Preislagen, die man dort hat. Ne? Sind es irgendwie Einsteigerprodukte? Sind es irgendwie höhere Produkte? Sind es irgendwie Upselling, Cross-Selling-Produkte und so weiter? Und das zieht sich dann sozusagen dadurch. Und das ist natürlich eine Analyse, die man erstmal durchführen muss, damit man am Ende des Tages auch eine überschaubare Anzahl an, ja, sag mal, Kern-KPIs hat, so 7 bis 15, auf die man sozusagen tatsächlich täglich gucken kann mit so einer Art Dashboard und einfach auch reagieren kann, weil es muss halt überschaubar sein. Genau. Und jetzt kommt die große Frage, jetzt haben wir die Daten, was kann man denn nun damit machen? Wir haben jetzt mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie man das Ganze auch operationalisieren kann. Genau. Ganz kurz der Hinweis, weil wir werden ein bisschen überziehen, nochmal hier der Hinweis für alle, die sozusagen um 12 Uhr raus müssen, weil irgendwie ein Folgetermin kommt oder so, die Aufzeichnung wird es auf jeden Fall im Nachgang zum Download geben, sodass jeder, der jetzt leider ein bisschen frühzeitiger raus muss, da nichts verpasst, sondern das dann in der Aufzeichnung nachholen kann. Daniel, schön, jetzt darfst du wieder. Genau, ja, gerne. Genau, da können wir auf die nächste Folie gehen. Das ist so der Use Case 1 ist die klassische oder Geschäftssteuerung im E-Commerce mittels Deckungsbeitragstreppe. Grundsätzlich das Controlling macht das natürlich üblicherweise, so eine ganz klassische Deckungsbeitragstreppe, die sozusagen vom Umsatz über verschiedene Einflussfaktoren, Prozessschritte oder Kostenblöcke geht, bis hinten zum Deckungsbeitrag, der sozusagen oder auch Gewinnmarge, die man am Ende des Tages hat. Einmal abbilden kann. Einmal klicken bitte. Mhm. Zum Beispiel in dem Beispiel ist die Logik, die auch bei Minube zugrunde liegt, ist der Reporting, der Commerce Reporting Standard, das sozusagen von verschiedenen Kennzahlen von Bruttoumsatz inklusive Mehrwertsteuer ohne Retouren bis hin zum Rohertrag sozusagen einmal alles abbildet. Und aus Minubo heraus wäre sowas zum Beispiel über die Schnittstellen von Minubo, kann man halt entweder über ein Excel oder halt über eine Web-Applikation genau diese Informationen abfragen und zum Beispiel monatlich sich anschauen und da sozusagen auf der höchsten Ebene der Hebel einmal schon mal Themen identifizieren, wo man Handlungsbedarf hat. Vielleicht einmal klicken gerade noch.
Das bedeutet als Beispiel, was heißt das? Ich habe irgendwie den Umsatz, dann gehen irgendwie davon meine Stornos ab, also sprich irgendwie Lieferfähigkeit ist nicht gewährleistet gewesen, dann kommen Retouren und so weiter, dann habe ich meinen Nettoumsatz und dann geht das Ganze weiter, bis ich dann meinen Deckungsbeitrag habe. Wenn man natürlich diese Dinge so sieht, sieht man halt sofort, okay, wo sind meine größten Treiber, die zum Beispiel jetzt Einfluss auf meinen Deckungsbeitrag haben. Wenn wir jetzt das Beispiel Retourenquoten nehmen, weil jeder einzelne Prozentsatz der Retourenquoten, den ich dort minimiere, hebt natürlich meinen Deckungsbeitrag. Das gilt natürlich auch mit den anderen Punkten dort so. Auch zum Beispiel dieses Thema mit Preisreduktion und auch Gutschein bedeutet, Preisreduktion ist, Einkauf setzt einen Artikel runter. Gutscheine sind zum Beispiel üblicherweise Marketingkosten, die zum Beispiel Neukundenwerbung oder Kampagnen oder Tracking sind. Da sieht man natürlich auch sehr, sehr gute Einflüsse. Beispiel, man ist in der Sales-Phase und hat da natürlich sehr, sehr große, ich sag mal, Ausbrüche, weil man einerseits die Preise reduziert und auf der anderen Seite natürlich auch noch Gutscheinkosten hat. Da sieht man dann natürlich, okay, wenn man sowas macht, was hat das natürlich für einen Einfluss auf den Deckungsbeitrag? Natürlich auf der anderen Seite schafft man Platz im Lager, um natürlich da wieder für neue Ware Platz zu schaffen. Aber das sind so Dinge, die man halt sehr, sehr schnell erkennen kann, wenn man Abweichung hat und dann sozusagen weiß, okay, welcher Hebel steckt dahinter und welche KPI muss man sich anschauen, um so eine Art Drill-Down zu machen, um da reinzuschauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich so eine Treppe auch genau das Thema, der schwenkt nochmal drüber zu Tom, das Thema auch Diagnostik und Predictions zu machen, dass man weiß, hey, ich plane halt eine Sales-Phase und ich errechne, habe in der Vergangenheit das und das an, ich sag mal, Deckungsbeitragseinbußen gehabt und kann halt dort auch vorhersagen, wie mit den Wachstumszahlen etc., wie sieht das in der nächsten Phase aus, wie kann man vielleicht dagegen steuern, indem man andere Kampagnen treibt, um ganz klassisch mehr Traffic zu haben bei der gleichen Conversion, um zum Beispiel den Umsatz wieder höher zu fahren, um vielleicht doch beim gleichen Deckungsbeitrag zu bleiben. Ja. Das ist eben extrem spannend und da sind ja häufig Zusammenhänge, die man dann nicht mehr unbedingt manuell ergründen kann. Dass man jetzt, wenn man sagt, ich will mehr Deckungsbeitrag haben, dann nehme ich mir jetzt irgendeines davon raus, Gutscheine. Warum reduziert Gutscheine so doll? Mache ich die Gutscheine weg? So, und denke, dann habe ich genau den Bereich hinten auf die Deckungsbeiträge hochgerechnet. Und diese ganzen Zusammenhänge, was dann passiert, wenn ich an den Gutscheinen drehe, was dann mit allen anderen Bereichen dieses Deckungsbeitrags betrifft, da fängt dann ja die Data, sozusagen Data Analytics an. Und eben auch, dass man eben nicht mehr vielleicht mit einer Excel-Tabelle und einem Taschenrechner da gut zurechtkommt, sondern dann wirklich Systeme braucht, die solche Zusammenhänge dann analysieren können, sodass ich dann am Ende eine qualifizierte Entscheidung treffen kann. Auf jeden Fall. Gerade weil das Thema Gutschein und Neukundengewinnung, ja, das hängt natürlich eng zusammen. Und habe ich das nicht, kriege ich die Neukunden natürlich nicht und dementsprechend ist der Umsatz auch geringer. Also so eine Art Invest, die man einfach machen muss und wo natürlich auch eine WKU hinterhängt, sozusagen. Werbekostenumsatzrelation. Gehen wir weiter auf den nächsten Case. Ja, der nächste Case. Sozusagen offline Data Analytics mit einer Art Web-Applikation. Was bedeutet das? Ja, eine automatisierte Katalogauswertung, die darauf basiert, den eigentlichen Offline-Teil digital auszuwerten, ohne dass man sozusagen manuelle Aufwände hat, sondern dass man wirklich weiß, okay, man schickt einen Katalog raus, vielleicht auf verschiedene Varianten, man misst sozusagen, was sind die Umsätze des Kataloges, basierend auf dem Tracking-Code eines Kataloges zum Beispiel. Kann dann sehen, wie gut performt welche Seite, wie sind die Gutscheinkosten, Bestellquoten und kann natürlich an denen auch sehr, sehr gut messen, wie groß sozusagen natürlich diese, ich sag mal, Tausenderauflage pro Kategorie, Produktkategorie oder auch pro Auflage ist, um das Ganze dann einfach vor allem fürs nächste Jahr oder für die weiteren Planungen auszuwerten. Und die grundsätzlich alle Informationen und Daten, wenn der Code genutzt wird, um online zu kaufen, das ist eine der Voraussetzungen, oder aber ein bisschen komplexer ist, man kann natürlich auch, wenn man einen Printkatalog hat, spezifische Artikelnummern nutzen, das machen auch viele Kunden, dass man darauf dann basierend tracken kann, aber wichtig ist, dass man diese Verknüpfung herstellt. Und wenn man das getan hat, und vielleicht noch einmal Klick,
Dann gibt es natürlich Informationen, die sind schon im Standard auch schon in bei Minubo abrufbar. Aber wenn man natürlich das ist so ein Thema mit Advanced Analytics. Also man nimmt Minubo, ergänzt es sozusagen noch um weitere Aufbereitung und hat zum Beispiel im Frontend eine Frontend-Applikation, wo man sagt, hey, gib mir bitte den Gutscheincode von Cassini21. Wie hat diese Kampagne performt? Man sieht alle Werte dazu und kann sich dann zum Beispiel noch eine Vergleichskampagne aus dem Vorjahr nehmen, um einfach zu sehen, hat sich das, was man da gemacht hat mit dem Layout, mit den Produkten verbessert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht denken viele, Print ist tot. Print ist definitiv nicht tot. Und in vielen Unternehmensbereichen ist er nach wie vor immer noch da. Gerade wenn man mal, ich meine, jeder von uns bestellt wahrscheinlich online und es gibt halt allein schon massig kleine Beileger in diesen ganzen Paketen. Auch für diese ganzen Use Cases sind diese Auswertungen natürlich extrem wichtig und wertvoll, weil Print ist auch nicht günstig. Ja. Genau, also das sehen wir eben auch. Das ist bei ganz vielen von unseren Kunden ein Thema. Zum einen, weil, wie du es eben gesagt hast, Print ist nicht günstig. Das heißt, man muss das gut aussteuern. Wem lasse ich welches Print, Mailing oder Kataloge oder wie auch immer zukommen, weil da wirklich Geld dahinter steckt. Das ist was anderes, als irgendwo in Ad-Groups irgendwo auszuspielen. Und zum anderen ist es, und das tracken wir ja in Minubo auch für unsere Kunden immer mit, woher die Bestellungen sozusagen generiert werden, ist definitiv Katalog für ganz viele unserer Kunden immer noch ein sehr relevanter Umsatztreiber. Ja, definitiv. Und das einfach ein bisschen, ne, auch die Welten, auch die Silos dort näher zusammenzubringen, das ist natürlich wichtig. Und zum Beispiel auch die Retourenquoten, ne? Also nicht nur Eingänge, sondern auch tatsächlich die Retourenquoten über die Laufe der Zeit auch so einen Katalog zuzudecken und auch zurückzuspielen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, also eigentlich dieses Thema Katalogauswertung, das ist so wichtig, da sollten wir nochmal ein separates Webinar wahrscheinlich zu machen, weil so viel drinsteckt. Ja, ne? Und also ganz viele von unseren Kunden arbeiten da ja auch schon mit und gucken dann, wie verändert sich die Altersstruktur der Kundschaft. Bei wem brauchen wir jetzt mit digitalem Marketing nicht anzukommen, weil die eh darauf nicht reagieren? Wo kommen vielleicht jüngere Kunden dazu, wo man dann auch die Kataloge mal weglassen kann, um die Werbekosten runterzubringen? Dann aber auch die Kombination mit, welche Produkte funktionieren in Kombination mit welchem Kundensegment, über welchen Kanal am besten. Da sind so viele Zusammenhänge, die sich da analysieren lassen, um da eben das Beste rauszuholen und diese Werbekosten-Umsatzrelation zu optimieren. Das ist auf jeden Fall ein abendfüllendes Thema, wenn ich noch mehr. Ja, definitiv. Gut. Dann haben wir die Folie. Ich glaube, da wolltest du, Tom, noch mal was zu dem Thema sagen, ne? Genau, ich wollte damit noch mal kurz darauf eingehen, dass man sagt, okay, wenn ich Daten nutze, dann ist das natürlich ein Thema, wenn man es jetzt natürlich stark auf einzelne Bereiche fokussiert, dass ich aber im Bereich Forecast to Fulfillment an ganz vielen Stellen einsetzen kann, um zu hebeln. Ne? Und da würde ich jetzt exemplarisch eben mal darauf eingehen, dass ich halt sage, okay, das fängt schon an bei einem Forecast Modeling, also eben zu sagen, okay, wirklich evidenzbasiert vorherzusagen, was ich wann in welcher Quantität brauchen werde, was ich da in meinem Sortiment dann haben möchte, abgeleitet eben aus Vergangenheitszahlen, abgeleitet aus prädiktiven Modellen, also was muss ich denn überhaupt in mein Sortiment einplanen, um eben meine individuellen Ziele zu erreichen. Es kann jetzt sein, ein maximaler Abverkauf in dieser und dieser Zeit oder eben sagen, hey, ich möchte da lieber von, weiß ich, ein paar Produkten dann doch noch welche auf Lager haben, die ich dann irgendwie als Ersatzteile, whatever. Also da muss man sich die Ziele anschauen, aber auch hier kann ich anfangen, schon komplett datenbasiert zu planen, was ich dann eben haben will. So, und es geht dann weiter von dieser eben, ja, Nachfrage, Forecast-Planung über das, was ich eben dann kaufe, über eben ein Zusammenbringen, was ich ja gerade gesagt habe, von Nachfrage und Angebot so. Aber dann auch ein Thema, das super wichtig ist, eben alles, was im Bereich,
Logistik und Lagerhaltung irgendwo passiert. Also im Sinne von, welche Produkte muss ich denn zum Beispiel auf Lager haben, damit ich super schnell verschicken kann? Welche Produkte kann ich vielleicht auch verkaufen, wenn ich eine 5-Tage-Lieferzeit habe? So, ne? Welche Produkte brauche ich dann nur partiell oder wo lagere ich die denn dann auch? Also welche Produkte lege ich denn im Lager nebeneinander, um da irgendwie die Picking Times zu minimieren, um da meine Logistik dann zu optimieren? Also das sind alles Punkte, die ich dann auch datengetrieben mir betrachten kann und die auch dann sehr, sehr direkt Impact auf den Gewinn haben. Und am Ende eben das Thema, über das wir jetzt viel gesprochen haben, alles, was Richtung Promotion Management geht, Markdown Management, personalisiertes Marketing, Preismanagement, das sind dann alles die Dinge, die ich umso besser machen kann, umso mehr Transparenz ich auch natürlich über meine Kosten habe, im Sinne von meine auch meine genauso meine Lagerkosten wie eben meine oder meine Sortimentauswahl. Ne? Das sind Dinge, umso mehr Transparenz ich auch in den vorgelagerten Schritten schaffe, umso mehr Kontrolle ich über die habe, umso besser kann ich dieses Wissen dann auch nutzen, um eben zum Beispiel mein Preismanagement dynamisch zu gestalten. Ne? Weil ich dann weiß, wenn ich hier die und die Produkte so und so schnell abverkaufe, kann ich eben den Preis dynamisch reduzieren, weil ich genau weiß, ich habe dann immer noch 5 auf Lager ich sag mal, Ersatz und dann der Rest ist aber weg und in meinem Lager wird ein Platz frei, wo ich dann eben einen Fastmover irgendwie einen besseren Slot für schnelles Picking geben kann. So, sprich, das ist alles ein sehr stark miteinander verwobenes System und wenn ich da mal anfange, eben mir bewusst zu werden, wie wir am Anfang gesagt haben, ne, was ich weiß, was ich weiß, dass ich nicht weiß und was ich vielleicht nicht weiß, dass ich nicht weiß. So. Wenn ich anfange, mir da bewusst zu werden, dann zieht sich das eben durch diese komplette Wertschöpfungskette und wird nach und nach diese Potenziale eröffnen. Und ich habe dann, glaube ich, auch auf der nächsten Folie noch ein Beispiel mitgebracht und auf der übernächsten auch, genau. Ja, zum einen ist halt eben, wie gesagt, eine Bedarfsprognose, dass man ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, der wirklich sagt, okay, ich habe zum ersten die Daten über meinen Bedarf, also ich habe eine Kaufhistorie, also was haben meine Kunden gekauft, ich kenne die Produkte, also ist das etwas, was häufig gekauft wird, mit einer langen Lebensdauer, Trendprodukt, whatever, naja, also ich kenne ja meine Produkte dann anhand der Daten, die ich über die habe, kann dann aber auch externe Daten dazu holen, also sowas wie eben einen Absatz im globalerer Absatz der Gebrauchtwarenmarkt, also zum Beispiel, wie entwickelt sich denn der Gebrauchpreis von einem vergleichbaren Produkt, wie ist da die Nachfrage, was kann mir das dann sagen? Also bedeutet das, hey, das geht total schnell kaputt und da müssen die Leute nachkaufen, um irgendwie Ersatzteile dafür zu bekommen, oder ist es dann so ein Fanprodukt, wie manche Leute jetzt irgendwie Sneakers sammeln, ne? Also das gibt mir da auf jeden Fall viele, viele Hinweise und dann auch Dinge wie Market Intelligence und Social Media, also herauszufinden, okay, wie wird denn in den sozialen Medien zum Beispiel über ein Produkt gesprochen? Da komme ich dann zu Themen wie so Sentiment-Analyse, NLP, also um eben einen Überblick zu haben, wie sich Produkte, die ich in mein Sortiment genommen habe, wie wurden die denn rezipiert von meinen Kunden? Danach wird man eben in die Analysephase gehen, also da gehe ich jetzt sehr tiefer drauf ein, also das ist eine modellhafte Analyse, wo man eben eine Optimierung anstrebt und am Ende würde man halt dann dazu kommen, dass man halt zum Beispiel Überschuss reduziert, also ich habe weniger Produkte, die ich dann am Ende knallhart rabattieren muss, dass ich die noch loswerde oder die ich im schlimmsten Fall Verschrottungskosten habe. Ne? Ich habe natürlich geringere punktuelle Anschaffungs- und Lagerkosten, weil ich halt vielleicht nur gewisse Dinge nur on-demand kaufen muss oder nur on-demand lagern, was dazu führt, dass ich zum Beispiel auch meine Lagerfläche vielleicht reduzieren kann oder besser auslasten und eben, dass die Beschaffung dann bedarfsgerecht auch punktuell besser ist, so dass ich also besser antizipieren kann, was ich wann auf Stock haben muss. So. Auf der nächsten Folie nochmal ganz kurz ein Deep Dive für die mit Lagern arbeiten. Das ist, wie gesagt, ein Thema, wo es eben unglaublich viele Potenziale zur Optimierung gibt, die ganz oft sehr einfach zu heben sind, also wirklich relativ trivial, die aber nicht gehoben werden. Und hier als Beispiel, ich sage, ich habe jetzt ein A-Produkt und ein B-Produkt, die sehr häufig nachgefragt werden und finde eben raus, naja, wenn A gekauft wird, wird ganz häufig auch C gekauft. C wird zwar normalerweise ganz selten gekauft, aber häufig in Verbindung mit A. Ne, dann kann ich da natürlich irgendwelche Ableitungen treffen und sagen, ich optimiere da eben meine Lagerhaltung so weit, dass ich eben nicht für A irgendwie in den zweiten Stock hoch muss und C dann aus dem Keller hoch und hole. Und kann natürlich so auch meine Personalauslastung da dann optimieren und im Idealfall auch sagen, dass ich Lagerflächen verringere oder eben auch infrastrukturelle Veränderungen treffe. Zum Beispiel, wenn es um Frischwaren geht, wo kühle ich, wie kann ich das optimieren, ne? Stromverbrauch und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall einen Riesenhebel. Und der letzte Punkt, den ich nochmal mitgebracht habe, ist das Thema Pricing.
Und da geht es so ein bisschen in das Thema, ja, Smart Pricing, das ist ja so ein bisschen der heilige Gral, ist auf jeden Fall etwas, was gerade sehr, sehr stark durchs Dorf getrieben wird, so eben zu sagen, okay, wie kann ich denn meinen Preis in einem dynamischen Online-Umfeld immer so anpassen, dass ich die maximale Ausgabebereitschaft des Kunden auch irgendwo erwische, ne? Da gibt es halt verschiedene Faktoren, ne? Also von dem Kundenfingerprinting, von sehr spezifischen Sachen wie der Kundenhistorie, von dem, was irgendwo in Kohortenverhalten geht, also Kaufkraft, Alter, Persönlichkeit, also eine Kohortenbildung. Habe aber natürlich auch sowas wie globale Faktoren, also was tut denn die Konkurrenz? Gibt es da irgendwelche Trends, die gerade irgendwie drauf abzielen, dass alle Leute irgendwie lila Sneakers kaufen wollen, ne? Wenn das irgendwie ein globaler Trend ist, weil es irgendein Movement gibt, das irgendwie eine Solidarität damit symbolisiert, dann kann ich halt vielleicht den Preis für lila Sneakers anziehen oder zumindest den Rabatt auf Null streichen und ich werde trotzdem abverkaufen. Und dann haben wir eben natürlich noch die betrieblichen Faktoren, wie eben, was will ich eigentlich im Smart Pricing schaffen, weil es kann ja genauso ein Ziel sein von Smart Pricing zu sagen, nö, ich will eben nicht alle bis auf den letzten abverkaufen oder nö, ich muss gar nicht bis zum Ende der Saison alle Produkte davon los haben, sondern ich nehme da gerne noch ein paar mit, dafür verkaufe ich die teurer, weil ich genau weiß aus den Vergangenheitsdaten, die werden sich auch im nächsten Jahr wieder gut verkaufen. Ne? Also das sind eben dann die Faktoren, die am Ende dazu führen, dass ich halt dann zum Teil wirklich Kunden individuell, je nachdem mit welchem Handy und aus welcher Ort und welcher antizipierten Kohorte ich mich auf diese Online-Shop-Seite einlogge, dass ich dann unterschiedliche Preise angezeigt bekomme, die im Optimalfall meine Kaufbereitschaft irgendwo maximal ausschöpfen. Ne? Genau, und dann alles, was danach kommt, also Tracking, wenn ich die Seite doch wieder verlasse, dann irgendwie doch mal noch ein billigeres Angebot, weil die Kaufbereitschaft vielleicht doch ein bisschen falsch abgeschätzt war. Also da gibt es dann noch extrem viel, was man dran hängen kann. So, das ist der kleine Exkurs dazu. Cooles Beispiel, auch witzig, dass du direkt die Sneaker gewählt hast. Wir haben neulich gerade ein Webinar mit unserem Kunden Kicks gemacht und die haben zum Beispiel gar nicht diese Herausforderung, dass sie irgendwie versuchen müssen, eine Kollektion abzuverkaufen, sondern die sind genau andersrum aufgestellt. Die arbeiten so oft mit limitierten Editionen, die sie von den Marken direkt exklusiv bereitgestellt bekommen, dass die eher steuern müssen, wem geben sie denn diese Produkte, zu welchen Preisen, unter welchen Bedingungen und so weiter. Die haben teilweise Situationen, dass sie Verlosungen um einen Kaufplatz durchführen müssen, weil die Nachfrage so viel höher ist als das, was sie verkaufen können. Und das ist das wieder, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, was du dann aus den Daten machst und was du auswertest und was deine KPIs sind und was deine Zielsituation ist. Das ist dann immer so individuell, dass man dann eben jemanden braucht, der da Experte ist und unterstützen kann, so wie ihr es ja zum Beispiel auch seid, oder wir haben ja auch ein eigenes Team von Beratern, die da unterstützen können. So, dann haben wir es, glaube ich, geschafft mit einer Viertelstunde drüber. Vielleicht dann jetzt nochmal einmal ganz kurz, wenn noch viele Teilnehmer da sind. Haben wir jetzt einmal kurz Zeit, noch ein paar Fragen zu stellen. Dann wäre jetzt die Gelegenheit dafür. Aber ich habe schon gesehen, dass leider viele dann doch auch raus mussten und sich am Ende die Aufzeichnung wahrscheinlich angucken werden. Und wenn ich habe jetzt keine aktuelle Frage reinbekommen, dann würde ich sagen, da wir schon eine Viertelstunde drüber sind, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Hier noch einmal kurz die Kontaktdaten, sowohl von euch als auch von uns. Die Folien werden genauso wie die Aufzeichnung hinterher bereitgestellt. Insofern hat dann jeder auch die Kontaktdaten, die man braucht. Daniel, Tom, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es sehr spannend zu hören, was dann mit den Daten sozusagen passieren kann, was auch rund um Daten bereitstellen noch alles wichtig ist, um in der Praxis dann wirklich ein KPI-gesteuertes, erfolgreiches, datengetriebenes Unternehmen und Arbeitskultur sozusagen zu etablieren. Genau, ich bin gespannt, was da im Nachgang noch für Nachfragen kommen und was sich daraus für Gespräche ergeben. Alles klar. Für die tolle Plattform und das tolle Format und auch die doch zahlreichen Teilnehmer, also super und wie gesagt, im Nachgang gerne
uns mit Fragen löchern, freuen wir uns. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich mitten im Webinar oder kurz danach nicht die ideale Zeit, wo man um 12.14 Uhr am Dienstag dann noch ganz viele Fragen stellen möchte. Aber wie gesagt, wenn es im Nachgang was gibt, dann gerne auf uns alle zukommen. Sehr schön. Ja, auch von meiner Seite aus danke und ja, hat Spaß gemacht und gerne, wenn da Fragen sind, freuen wir uns auf spannende Diskussionen und Austausch zu diesen Themen. Wunderbar. Danke euch. Danke, tschüss. Tschüss.